Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Und gibst du mir eine Blume, die mir Leben gibt? Nein, du nicht. Du klaust mir eher mein Leben und vergiftest mich. Das ist ja wunderbar schön. Ja, und hab auch direkt schon Kommando zerstört. Aber trotzdem gehe ich down. Ich will diese Attacke niemals blocken können. Ich bräuchte mal so einen Erstangriff, damit ich zumindest schon mal mich heilen könnte. Und da gibt es mir einfach so Leben. Ich wollte doch den Hammer schwingen, Leute. Oder den mache ich als erstes down. Damit er mir keine KP klauen kann, um sich zu heilen. Das Leben holt ist eigentlich kein Problem. Ich wollte mich trotzdem heilen, aber dann mache ich das im nächsten Kampf. So, dann müsstest du eigentlich mit Wasserspucker doch eigentlich den hier wegmachen können. Ja, wunderbar. Oh, schöne Statue und einmal hier drauf hämmern. So? Geht doch. Ist halt eben ein exklusiver Baumstamm, der braucht ein bisschen mehr Hämmerschläge. Ah, ich weiß, ich werde es bereuen. Aber jetzt muss ich mich definitiv fallen, sonst wird es brenzlig. Ich liege jetzt in diesen kleinen, wie soll ich sagen, Mini-Aussetzer, diesen Mini-Delay, ich blocken kann. Ich werde es nie erfahren. Definitiv nicht. Aber zumindest bin ich schon etwas hochgeheilt. Na komm. Zumindest war dieser erste Angriff erfolgreich. Mache ich erstmal die Fussis hier weg. Halleluja. Ich drücke immer zu früh, da gebe ich zu. Er hat mich echt auf den Verarschkicker. Der immer zu früh drückt, weil ich denke, da schlägt schon vorher zu. Ja, hier ist nichts. Oh, nicht schon wieder so eine Pflanze. Aber vielleicht ist es diesmal eine nette Pflanze. Ja, das bist du in der Tat. Hier sogar mehr Herzen. Das ist schön. Ich möchte gerne hier nochmal bis 15 aufpushen, wenn es geht. Bitte. Nur noch zwei.
Merci beaucoup. Yig, hilft mir denn jemand? Ich habe solche Angst. Ich will nach Hause. Ja, eine Sekunde. Ich muss erstmal gegen Bäume schlagen. Und gucken, ob hinter Büschen noch was ist. Gumbario, bitte. Dann einmal scannen. Vollpiranha? Das ist eine Vollpiranha. Maximale KP 12, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Vollpiranhas beißen manchmal zu, aber ihre schrecklichsten Attacke ist ihr giftiger Atem. Die Angriffskraft ihrer Mundgeruchs beträgt 2, aber deine KP fallen ständig, nachdem du vergiftet wurdest. Du solltest dich so schnell wie möglich wieder heilen, wenn du vergiftet bist. Kriegt ja halt eben zweimal Superbeben, ne? Kein Problem. Ja, diese Attacke kann ich blocken. Und tschüss mit euch. Und doppelte Sternpunkte, das ist doch schön. Wer sind denn alle fort? Ich dachte, die Dinger würden mich fressen. Danke, dass du mich gerettet hast, Mario. Von jetzt an werde ich tun, was mir die Erwachsenen sagen. Ich habe gar keine Lust mehr, irgendetwas anzustellen. Ich will einfach nur ein braver Junge sein. Ich gehe jetzt nach Hause. Mach das. Und je, ich erwische dich jemals wieder in den Dschungel. Dann gibt es Ärger im Gelände. Du brauchst mal wieder Sushi. Sorry, Gumbario, aber du kannst nicht im Wasser schwimmen. Da ist eine Münze. Hol ich mir noch. Mal da hinten einmal gucken, was da ist. Mal die Leuchtepflanze hier. Hallöchen. Eine Statue von Don Raphael. Vielleicht kannst du etwas hineinstellen. Okay, das ist später. Also die Büsche im Dschungel enttäuschen mich aktuell ein bisschen. Da sind die anderen Büsche in anderen Orten viel sozialer gewesen. Vielleicht sind diese Büsche ja nett zu mir. Nein, sind sie nicht. Ja, definitiv nicht. Komme ich denn hier unten raus? Ah, sind wir hier bei dem Ort, wo der Yoshi hier im... Nö. Nee. 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 Ach Mist. Ich wollte halt eben mit dem Fussi tanzen. Das ist doch kein Problem, ne? Komm, mach mal einen Spucker. Wenn du nicht hast, ist es kein Problem. Dann mache ich mit Mario den Sprung auf den anderen und ich mache ich mit Bauchplatscher weg. Also von daher. Eigentlich sehr gut von dir gewesen. Und ich nehme keinen Schaden. Ich habe es mir vorgewusst, hätte ich vorher eine Bauchlandung gemacht. Hm? Man kann ja nicht alles wissen. Und ich krieg Leben zurück. Das ist doch schön. Na, da ist auch der Block mit den Shy Guy gewesen. Das bringt nichts. Aufstehen!
Guten Morgen. Hey, das ist doch Mario. Was ist los mit dir? Du hast nach mir gesucht? Oh, Sushi auch? Wir haben Verstecken gespielt und ich bin plötzlich so müde geworden. Ich dachte, ich mache ein Nickerchen. Da gibt es nichts, worüber ihr euch Sorgen machen müsstet. Der Dschungel ist gar nicht so übel. Aber schon langsam wird mir hier ein bisschen langweilig. Ich gehe dann mal nach Hause. Bis denn. Okay, damit müssten wir eigentlich alle 5 gesammelt haben. Oh, dieser Busch gibt mir zumindest eine Münze. Baumfeld. Uff. So, Sushi, gleich bearbeite ich dich zu Sushi. Hm? Was? Du brauchst dich nicht in deinen Busch zu verstecken. Hier sind wir wieder, yay. Ich muss mich mal kurz zahlen gehen, ne, Leute? Ja, einmal speichern. Hallo Tod, bitte einmal heilen. Dann hat die Tatsuche ein Ende. Hast du dich gut erholt? Ja, mit Energy, definitiv. Ich strotze jetzt wieder voll von Energie. Selbst meine Sternenkräfte sind voll aufgefüllt. Ich geht nur Leben auf. Hab ich immer falsch gedacht. Mach weiter, Kumpel. Der Häuptling des Dorfes hat nach dir gesucht. Er will dir danken. Besser, du beeilst dich. Wenn er sich gerade dankbar genug fühlt, verrät er dir vielleicht sogar, wo der Schatz zu finden ist. Wo ist denn der Häuptling jetzt? Häuptling, bist du wieder da unten? Da ist der Häuptling. Mario, ich muss dir danken. Du hast die Kinder des Dorfes gerettet. Egal wie sehr wir uns bei dir bedanken, es kann nicht genug sein. Eine Sekunde kurz. Ach ja, das Leben mit 2 jungen Katzen. Immer spaßig, die Sachen wieder. Oh, zu tun, die sie umschmeißen. Naja. Du bist ein wahrer Held. Wir wissen deine Tapferkeit zu schätzen. Zumindest kann ich etwas für dich tun. Du willst doch noch immer zum Lava-Lava-Berg, oder? Ich erinnere mich an einen sicheren Weg, auf dem der Vulkan zu erreichen ist. Komm bitte hier entlang. Es muss doch irgendwo hier sein. Ja, ich hab's gefunden. Hier ist es. Bitte nimm es. Was hast du erhalten? Ein Jahlrabe. Ein Abruxax-Figur, die du vom Yoshi-Häuptling hast. Immer wenn sich auf dieser Insel Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle ereignen, bitten wir Don Raphael, den Herrn dieses Eilands, um Hilfe. Wenn es jemanden gibt, der dir helfen kann, den Vulkan zu erreichen, ist es definitiv Don Raphael. Er lebt im Herzen dieser Insel. Wenn du den Jadenraben in die Statue von Don Raphael stellst, wird sich der Pfad in den Dschungel eröffnen. Da ich ein junger Yoshi war, habe ich Don Raphael nicht mehr gesehen. Ich kann mich erinnern, dass es unglaublich schwierig war, ihn zu finden. Die Bäume und Büsche des Dschungels selbst waren es, die dem Suchenden den Weg versperrten. Aber ich bin mir sicher, dass du den Weg finden wirst. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Hey, Moment mal. Du musst ja jede Menge hinter dir haben, Mario. Warum in aller Welt willst du zum Lava-Lava-Berg? Im Vulkan ist es sehr heiß und sehr gefährlich. Wenn du nicht äußerst vorsichtig bist und Glück hast, bist du mit Handumdrehen eine Scheibe gerösteter Speck. Aber ich weiß, dass ihr euch ohnehin nicht drum schert. Ihr werdet trotzdem gehen. Ich kann das nicht gutheißen. Aber, oho. Du willst also zum Vulkan, weil du die Prinzessin vor ihren Entführern retten willst? Was für eine bewegende Geschichte. Romantische Geschichten wie diese berühren mein Herz auf eine besondere Art und Weise. Es ist entschieden, ich kann euch nicht alleine gehen lassen. Ich, Sushi, werde bis zum bitteren Ende an eurer Seite bleiben. Mach dir keine Sorgen, Mario, ich liebe es, auf andere aufzupassen. Und wenn du vorhast, den Dschungel zu durchqueren, kannst du ohnehin nicht auf mich verzichten. Komm, Mario, vieler wird der Vulkan nicht mehr.
Also das ist immer noch das gleiche, okay. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Da waren wir ja vorhin. War ja, glaube ich, die Statue von Don Raphael. Hättest du mir nicht vorher geben können? Dann muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Ne, zumindest haben wir die Abkürzung. Dude. Ob wir da hinten jetzt neue Gegner treffen? Weil der sagt ja, wir müssen den Dschungel durchqueren. Erdbeben, 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 Superbeben, Hammer. Jo. Kann ich mitleben. Dass die Büsche aber nichts geben, damit kann ich nicht leben. Brauchst du mich auch nicht auszulachen, Affe. Na, da oben komme ich doch bestimmt mit Bombett was machen. Erstmal. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Oder auch nicht. Einfach nur Deko. Ist einfach nur Deko. Ich bin einfach so langsam mit dem Hammer. Ach du Kacke, das tue ich mir nicht an. Das ist schon viel besser. Dauert noch ein bisschen bis zum Level Up. Ich gebe es ja zu. Aber Vulkan kriegen wir bestimmt neue Gegner. Das sieht doch hier so verdächtig aus. Warum ist da so ein Block? Da sind eine Menge Blöcke, muss ich hier. Ich glaube, ich muss das hier blockieren. Hm? Ja, nach da oben. Nach da unten. Hab schon. Hau. Ok. Wo jetzt? Da oben, okay. Halleluja, wie viele noch? Sagte ich, der nächste wäre es gewesen. Das war mal wieder ein Schuss in den Steinofen. Hui. Hallo? Warte. So. Dann gehst du mal bitte wieder aus dem Weg. Dafür lacht mich aus. Ich hätte so nicht angehen. Kann ich da was machen? Mit dem ich so verdächtig aus. Oh, eine Blume. Ich hab schon eine Blume. I'm sorry. Oh nö, ausgerechnet ein Gegner. Komm her. Ich wollte erst Rapper. Nö. Warte mal, ich hab eine super Idee. Es geht ein bisschen auf meine Begebung, aber dafür sind sie alle weg.
Powerpanzer. Ah, nee. Koopa, ich glaube, ich nehme dich jetzt erstmal kurz mit, ne? Da kann ich noch ziehen, da kann ich auch noch ziehen. Dann ziehe ich einmal hier dran. Na, jetzt kann ich keinen Blitz gebrauchen. Halt schon. Mario, nimm. Das sagen. Sind Papa da? Oh, Sternsplitter. Okay. Dann bist du der Gegner. Nein. Aber da ist der Sternsplitter. Boah, dieser Spion ist ja bombastisch. Krahahaha. Oh nö. Kommt der, Leute. Euch kriege ich schon noch platt. Oh, warte mal kurz. Genau. Ein weißer Kamek. Das ist ein weißer Kamek. Er ist ein Magier des Koopa-Clans. Weiße Robe, was? Wie hält er die nur sauber? Maximaler KP 11, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Er ist ein Heiler. Er kann pro Runde einen seiner Kumpel um 5 KP heilen. Oder halt die gesamte Truppe um jeweils 3 KP. Du solltest diesen Kerl ganz schnell platt machen. Superbeben. Wow. Okay, der beißt noch zu. Der hat mich jetzt vergiftet. Das ist aber kein Problem. Okay, er hält die ganze Gruppe. Das ist auch kein Problem. Das ist genau das, was ich erreichen wollte, weil... Dann kann ich mit Koopa alles erledigen. Und schon seid ihr alle weg. Und die geben mir auch sehr viele PP wieder. Das ist doch schön. Nein, meine Moneten. No. Ich glaube, wir sind da. Schöne Sequenz. Ich schaue mich aber erstmal hier draußen um, ob hier vielleicht eventuell was ist. Aber weiter komme ich nicht. Rusher Block. Baumtreppen. Meine Erzfeinde. Meine Erzfeinde. Da kann ich potenziell rein. Sieht so aus, als wäre das richtig. Also gehe ich erstmal hier lang. Ein Herzlein-Orden. Die KP regenerieren sich während des Kampfes langsam. Das ist nice. Wie viel brauchst du denn? Drei, okay.
Aber das brauche ich jetzt nicht wirklich. Jonas ist eigentlich gut aus. Okay, ich brauche den nächsten Level Up. Leben regenerieren während des Kampfes. Das ist eigentlich ganz gut. Nur mal sehen, wie ich hier heute beinahe den Tod in Rennen bin. Wer ist hier denn, Raphael? Oh, willkommen. Verzeih, dass ich etwas überrascht bin, aber es ist schon eine Weile her, seit jemand hierher hochgekommen ist. Wie? Oh ja, natürlich. Ich bin der Herr dieser Insel, bekannt als Don Raphael. Wenn es irgendein Problem gibt, dann nur raus mit der Sprache. Komm schon, raus damit. Ah, du bist also Mario. Ich verstehe. Du weißt nicht, wie du in den Vulkan vordringen kannst? Tja, das ist ein Problem. Aber nicht für mich. Ich helfe dir. Um ehrlich zu sein, ich wusste, dass du danach fragen würdest. Die Sterne haben mir mitgeteilt, dass du kommen würdest. Ich werde dir etwas Außergewöhnliches geben, das dir sehr hilfreich sein wird. Aber dazu später. Jetzt sollten wir uns besser um das Vulkanproblem kümmern. Ich muss jetzt nicht gegen alle hier kämpfen, oder? Ausgezeichnet, meine Abrucksacks. Es gibt Arbeit. Ich werde euch nur einmal instruieren, also erwarte ich eure vollste Aufmerksamkeit. Und es muss so schnell wie möglich erledigt werden. Verstanden? Das will ich nämlich hoffen. Los geht's, Abrucksacks. Folgt mir. Okay, aber an dieser Stelle sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin. Tüdelü.